So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir sind heute unterwegs im wunderbaren Zürich. Ich weiß gar nicht, ob ich wunderbares Zürich sagen darf, denn da gibt es ja so ganz paar Sachen in der Schweiz, wo Leute Probleme haben mit Zürich. Und das möchte ich heute mal ansprechen in dem Video, weil ich eigentlich von euch mal eine Erklärung haben möchte, wieso das so ist. Wenn ihr euch interessiert für das Thema Auswandern Schweiz, dann schaut mal auf unsere Webseite auswandernschweiz.ch. Da findet ihr alles über das Thema. Wir haben von Bewerbungscoach und Auswanderberatung, alles ist dabei. Schaut gerne mal rein und das meiste ist so ziemlich gratis. Von daher kommt gerne mal auswandernschweiz.ch und kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe Auswandern Schweiz. Mittlerweile die größte deutsche Community zu dem Thema. Wir sind aktuell, Stand dieses Videos, sind es über 10.000 Menschen, aber es kommen halt täglich viele, viele neue dazu und die Community weiß am besten Bescheid über das Thema. Also stellt gerne eure Fragen. Wir wohnen ja in Basel. Und es gibt ja eh diesen Disput Basel und Zürich. Und allein das verstehe ich schon nicht, was da los ist. Und naja, vielleicht kann ich euch mal ein bisschen sagen, was ich denke. Und ich glaube, Zürich hat oft einen negativen Ruf in der Schweiz, weil es eben auch mit die reichste Stadt in der Schweiz ist. Und ich meine, gut, du zahlst weniger Steuern, es hat eine extrem hohe Lebensqualität. Im Hintergrund der See. Das ist einfach mega krass. Also ich kann verstehen, warum so viele Deutsche auch nach Zürich auswandern wollen. Nur, ja, vielleicht könnt ihr mir Antwort geben, wieso das so ist. Meine zweite These zu dem Thema ist Basel-Zürich, dass es aufgrund vom Fußball ist. Ich weiß aber nicht. Und ich habe gehört, der FC Basel ist ein ziemlich reicher Fußballverein, weil nämlich Roger Federer diesen Verein sponsert. Das ist so mein zweites Ding. Ansonsten... ja, weiß ich nicht. Das klingt immer so, als ist es eine 100 Jahre alte Fehde und diese beiden Kantone tatsächlich streiten sich da um die Hoheitsmacht. Aber Zürich ist tatsächlich auch innerhalb der Schweiz gar nicht so beliebt, habe ich das Gefühl auf jeden Fall. Nämlich immer, wenn ich jemanden davon reden höre oder jemand sagt Zürich, dann ist zum einen der Dialekt schon mal nicht so beliebt. Und ich finde den Züricher Dialekt eigentlich, ja, ganz in Ordnung. Also ich finde ihn relativ nah am Hochdeutsch tatsächlich. Ansonsten habe ich nicht viel dran auszusetzen an dem Kanton. Und das habe ich schon oft gehört, dass eben die Kantone sich untereinander halt nicht mal so einig sind, was ich halt nicht verstehen kann, wieso. Da ja in der Schweiz eigentlich die Eidgenossenschaft, also das Miteinander, sehr hoch angesehen ist. Oder ja, dass es einfach wichtig ist, dass man sich innerhalb der Schweiz untereinander unterstützt einfach. Mit Zürich haben irgendwie alle ein Problem. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was vielleicht euer Problem mit Zürich ist oder warum es so sein kann. Und ich verstehe, dass es zum Beispiel Diskriminierung gegenüber Ausländern gibt oder gegenüber Deutschen. Das ist in der Schweiz tatsächlich sehr, sehr verbreitet. Also ich erfahre es in meinem Real Life, sage ich mal so, erfahre ich das nicht. Aber im Internet, hier auf Social Media, gibt es jeden Tag Hate-Kommentare gegenüber Ausländern und was auch immer. Aber eben die Schweizer haten auch sehr oft die Zürcher. Und ja, vielleicht ist es auch deswegen so, weil sobald du nach Zürich reinkommst, die ganze Stadt wirkt halt super reich. Ja, die Wege wirken super reich, die Läden hier, alle fahren teure Autos. Also es scheint so, als ist der Porsche der Trabi von Zürich. Also ganz krass. Es wirkt einfach sehr präsent. Und reiche Menschen haben ja eh von Anfang an eine extremere Außenwirkung. Vielleicht ist es das, was viele Leute auch triggert und man sagt, dass die Zürcher relativ arrogant wirken. Also ich weiß es nicht. Das sind dann natürlich sehr viele Projektionen gegenüber dem ganzen Kanton und so weiter und so fort. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich fühle mich sehr wohl in Zürich tatsächlich, muss ich sagen. Und es ist ja nicht umsonst eine der lebenswertesten Städte überhaupt. Von daher, ja, sagt mir gern mal, woran es liegen könnte. Wir hatten einen wunderschönen Tag hier in Zürich und wir haben heute einen alten Kumpel von mir getroffen mit seiner Freundin und die sind jetzt ausgewandert aufgrund meiner Videos und was ich so gemacht habe. Freue ich mich natürlich mega, dass das dann auch so eine Reichweite hat und natürlich auch Leute aus meiner Heimat dann hierher kommen. Freue ich mich natürlich sehr. Der Tag in Zürich war grundsätzlich relativ teuer, muss ich sagen. Also wir waren jetzt essen im alten Zeughaus, das ist da hinten. Haben wir gut bürgerlich gegessen. Ich hatte Rehschnitzel, Rehfilets und solche Sachen. Das hat gekostet um die 35 Franken. Und ja, die anderen Elbler-Makaroni zum Beispiel,
Das sind so Nudeln mit Käse. Gibt es eigentlich oft oben auf den Alpen oder Almhütten. Und die Gesamtrechnung war dann 150 Franken oder so. Danach waren wir noch in so einer kleinen Konditorei. Die heißt 1846. Ich glaube, es müsste das richtige Datum sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ein sehr berühmtes Café oder sehr berühmte Konditorei hier in Zürich. Und ja, hat auch noch mal so 30 Franken gekostet oder so. Aber da seht ihr mal, das sage ich mal, ein Tagesausflug in der Stadt gut und gerne mal 200-300 Franken kosten können, je nachdem. Und wir sind ja noch relativ sparsam mit unseren Ausgaben. Also auch jetzt in der Schweiz, auch wenn wir ein bisschen mehr Geld verdienen, sind wir ja nicht so drauf, dass wir alles raushauen, sondern wir haben ein sehr frugalistisches Mindset in dem Sinne. Auf jeden Fall war es ein toller Tag in Zürich und du merkst einfach, die Stadt ist ziemlich reich tatsächlich. Du merkst es, also wenn du die Läden hier hast zum einen, die du siehst, dann ja, die Autos, die Leute fahren, also ultra krass. Und auch, ja, das, was die Leute ausstrahlen. Also man merkt es schon irgendwo, deswegen kann ich vielleicht verstehen, dass Zürich nicht immer den besten Ruf hat. Was ich ganz herzig finde, ist die Altstadt von Zürich. Die erinnert mich sehr an Basel. Und gerade an Basel schätzen wir eben diese mittelalterlichen Häuser, die älteren Häuser. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Schaut mal auf auswandernschweiz.ch, da findet ihr alles zum Thema Auswandern in die Schweiz. Und wir sehen uns, denke ich, beim nächsten Video. Wenn ihr so kleine Daily Vlogs mögt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Dann mache ich vielleicht mal öfter was davon und nehme euch mal mit. Ansonsten sage ich bis bald, macht's gut. Ciao, ciao.